Ja, hallo Leute, guten Morgen, Gott Moron, ich grüße euch. Da ist was los in der Gastlegionsbude. Ja, was soll das hier? Ich hatte heute Morgen vor, einen Outdoor-Clip zu drehen. Ohne Mampf kein Kampf, es geht weiter. Ja, war schon draußen, habe alles aufgebaut. Aber ich habe nicht mit den brutalen Witterungsbedingungen gerechnet. Wir hatten tatsächlich minus 25 Grad. Und wie ihr besser wisst als ich, arbeite ich immer mit zwei Kameras. Eine davon hat mir bei den Minusgraden tatsächlich den Dienst verweigert. Die wollte nicht. Ja. Und zum Zweiten habe ich festgestellt, dass eigentlich das Licht nicht gut passt. Ja. Es wird hier in Schweden nicht so richtig hell. Ja. Obwohl wir schon fast Mittag haben, es wird nicht richtig hell, das macht die Kamera nicht mit. Und da ich euch natürlich qualitativ gute Bilder präsentieren möchte, habe ich beschlossen, bevor ich jetzt die zweite Kamera auch noch kaputt mache und bevor ich irgendeinen Käse abliefer, wo man die Dinge nicht so recht erkennen kann, das ist mir beim letzten Outdoor-Movie passiert, wo ich euch die Ausrüstung vorgestellt habe, dann gehst lieber rein, hier hast du Licht, hier hast du drüben den Kamin, der brennt. Hurra, die Gams, was kostet die Welt? Und das sind schon bessere Bedingungen. Ja, das sind natürlich Probleme, die ich beim nächsten Video-Outdoor alle mal angehen muss und mal überlegen, wie sieht es denn aus mit neuer Kamera, mit Belichtung und so weiter. Aber das kriegen wir hin. So, heute ohne Mampf kein Kampf. Ich stelle euch vor, habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Können wir hier mal ablegen. Das tschechische IMRE, Individual Meal Ready to Eat. Also das tschechische EPA, ja. Das tschechische EPA. Und bevor wir hier mal das Teil aufmachen, erstmal ein Gastfrühstück, natürlich die berühmte Zwiebel. Denn wir müssen ja auch Kraft schöpfen und eine Zwiebel gibt unwahrscheinlich Kraft. Da steckt unwahrscheinlich Power drin. Und während ich euch nachher, deutsche Sprache, schwere Sprache, das EPA vorstelle, das aus Tschechien kommt, werden wir mal ein bisschen reden über 88 Paar, Katamarit Paar. Ohne Worte. Einfach genial. Einfach genial. Meine Frau wird mich bei den Odeuren heute Abend wieder aus dem Bett stupsen, wie sie es öfter mal macht, wenn ich zum Beispiel Knoblauch esse. Aber das ist okay. Ja, Mordagnif in die Versenkung. Und das Erste, was wir jetzt machen, wir machen mal das IMRE, Individual Meal Ready to Eat auf. Und dann, während ich euch das präsentiere, wie gesagt, kleine Erzählung aus einem Erlebnis, das mir heute noch im Gedächtnis ist, sehr gut im Gedächtnis ist, ja. Also, ja, Miltek lässt grüßen. Ich zeige euch das EPA erstmal. Ich hoffe, die Lichteffekte spielen damit. Ja. IMRE aus Schweden. Hoppala. Einmal. Zweimal. Messer geht durch wie Butter. Ja. Wir legen ab. Und wir öffnen. Wir haben also hier... Nein, ich komme nochmal auf die Verpackung zurück. Oh. Gefühlte 1,5 Kilo. Gucken wir gleich mal drauf, ob das stimmt. Und wir haben hier aufgeführt IMRE, Individual Meal Ready to Eat. Ja, Individual Meal Ready to Eat. Menü Nummer 5. Das ist haltbar bis zum 23.03.2022. Ja. Hergestellt oder Distributor, der siedelt sich an in Prag. Und voilà. Machen wir das Ganze mal auf. Ja. So sieht das dann aus von innen. Ja. Nicht sehr aussagekräftig. Und hol die Sachen ein Ding nach dem anderen mal raus. Ja. Ich baue die hier vorne auf. Wir haben hier einmal ein Staroselski Gulasch. Ich glaube Gulasch, das verstehen wir alle. Schöne Dose, ungefähr 500 Gramm. Ja. Ja. Wir haben hier zweimal Crisp Bread Graham. Ich nehme an, das sind Kekse. Legen wir hier ab. Dann haben wir hier einmal eine Wurst. Hovaji Maso Istave. Ich kann kein Tschechisch. Ablegen.
Ein Trubesi, Jemna Pasticca, eine Pastete, nehme ich an. Wir haben weiter eine Flatte de Civici, Dedicivi von Maischka, weiß nicht, was das ist, ablegen. Zwei vermutlich Energiebar oder Schokolade. Konfitüre, verschiedene Arten. Wir haben hier ein Getränk, Kaugummi, Chewing Gum, Bonbons, Tee, weiß ich nicht, Tücher. Ich warte ja auf das ganz Wichtigste, Kawa, Kaffee, ist interessant. Denn die Araber in Frankreich sagen zum Kaffee auch Kawa. Ja? Die Araber allgemein nennen es Kawa, aber die Franzosen haben das jetzt schon übernommen. Das heißt, die Franzosen in Frankreich sagen oftmals nicht Kaffee, die sagen Kawa. Hey, und was für ein Kawa? Und was ist Donner ein Kawa? Und was ist mit dem Kawa Donner Girl? Kaffee, zweimal bis jetzt fündig geworden. Ohne Mampf kein Kampf, no coffee, no workie. Alles klar, hier haben wir noch ein Erfrischungstuch. Mehrere kleinere Dosierungen, weiß nicht, was da drin ist, doch steht drauf, Zucker, überall Zucker drin, hier auch, also sehr viel Zucker, richtiges Energiebooster-Paket hier und hier nochmal Zucker, finde ich ein bisschen leicht übertrieben, wir haben hier nochmal einen Tee und, let's guess, Salz, einmal Salz, 60.000 mal Zucker, hurra, die ganz was kostet die Welt. Ja, den Müll machen wir mal hier rein. Zwiebel. Und das Erste, was ich mache, ich werde dieses Gulasch schon mal auf dem Ofen stellen, hier drüben auf dem Kamin. Ja, das heißt, ich bin dann mal weg und komme gleich wieder. Bye, bye. So, ich bin wieder zurück. Das Gulasch ist auf dem Ofen. Der Kamin erledigt den Rest. Wir können nur noch warten. Es geht heute natürlich hauptsächlich um Ohne Mampf kein Kampf, um das MRI aus Tschechien oder aus der Tschechischen Republik, sagt man das so, Tschechischen Republik, früher war es ja die Tschechoslowakei, haben wir ja nicht mehr. Es geht heute außer um Ohne Mampf kein Kampf um 88 Paar, das hatte ich bereits erwähnt. Und dahinter stecken zwei Hauptprotagonisten, der eine ist Oliver, Nachnamen möchte ich hier nicht nennen, ist ein Schweizer, den ich hier ganz herzlich grüße. Und der zweite ist Friedrich Klauser. Ja, Friedrich Klauser ist ein Schriftsteller aus der Schweiz, einer der besten, den die Schweiz je hatte. Und das ist ein Ex-Fremdenlegionär und der hat mal einen Roman geschrieben, Gurama. Und darüber geht es heute hauptsächlich, ist nämlich eine ganz interessante Geschichte, die mir da passiert ist. Mehr davon gleich später. Was meinst du, Gaston? Ha? Gut, den Gaston stellen wir mal wieder hierher. Dem fehlt noch das Käppi. Achtung. Jawohl. Original Käppi von mir, als ich Adjutant war in der Fremdenlegion. Das Erste, was wir machen, bevor wir mal hier uns nachher ans Gulasch wagen, das ist, ich öffne mal die Kekse und die werden wir uns mal einverleiben mit der Hovezzi Maso Vestave. Weiß nicht, was das ist. Aber sieht alles nach Jagdwurst aus. Zuerst öffnen wir mal diese Kekse. Ja? Öffnen wir mal diese Kekse. Hoppala. Das sind drin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kekse. Ja, die präsentieren sich so. Die sind sehr leicht. Also ist nicht sehr schwer. Erstmal, was heißt öffnen? Wir werden es uns einverleiben. Schneiden wir mal in 2, 3, 4, 5 verschiedene kleine Scheiben. Ja, zuerst mal die Optik und dann die Aufnahme, die wie die Katze. Ja, das passt. Die Optik passt auf jeden Fall. Und vom Geruch her, ja, Jagdwurst, geil. Wir machen das ja mal drauf auf den Keks. Mais dans la bouche, en gueule. Ja. Das ist gut. Das ist vom Feinsten. Da ist auch Gelee mit drin. Relativ viel Fett.
Also auch für kalte Jahreszeiten gedacht. Der Geschmack ist gut. Gut präsentiert. Die Kekse sind hervorragend. Da kann man wirklich nicht meckern. Mmh. Optimal. Da muss ich sagen, Gruß nach Tschechien an meinen alten Kameraden, der in der Ukraine kämpft. Da habt ihr was Gutes zusammengebracht, ja. Und auf dich werden bald schwere Zeiten zukommen, mein lieber Freund. Ich hoffe, du überstehst das, ohne Schaden zu nehmen. Mir wäre lieber, du gehst nicht mehr an die Front. Ja? Insider wissen, von was ich spreche. Also, Ohren steif. Stay safe, brother. Also, nochmal, Jagdwurst, hervorragend. Die Kekse, die passen dazu, wie die Faust aufs Auge, wirklich gut. Ja, optimal. Also, bevor es mal weitergeht, mal zu Klauser. Klauser war also ein österreichischer, ein Schweizer Schriftsteller, Autor. Und er war nebenbei mal gesagt auch in der Psychiatrie. Er ist aber auch ein Kamerad, ja, More Majorum. Der war nämlich lange Zeit in der Fremdenlegion, der Friedrich Klauser. Und der war stationiert in Marokko. Und das war in der Zeit 1920, 21, 22, 23, 24. Ja? Und aus seinen Erfahrungen heraus hat er einen Roman geschrieben, der hieß Gurama. Gurama. Und was ist mir jetzt passiert? Es war in den Jahren 2011 oder 12. Ich glaube, es war 12. Da hat sich meine Verlegerin, die Ellen, die ich hier an dieser Stelle herzlich grüße, bei mir gemeldet. Und die hat gesagt, Thomas, ich habe hier einen Oliver, der ist aus der Schweiz. Der möchte mit dir reden, der möchte dir ein Projekt unterbreiten. Gut, ich habe natürlich zugestimmt. Wir haben uns alle drei getroffen bei Ellen. Ja, Ellen, Oliver und ich, der Schweizer und ich. Und dann fing er an zu reden. Und wir haben mir zunächst mal zwei dicke Manuskripte auf den Tisch geknallt. Und das war das Drehbuch für einen Film zu dem Roman von Friedrich Klauser, Gurama. Ich habe es nicht gepackt. Das war schon wirklich eine geile Sache. Ja, und wie es weitergeht, erzähle ich euch gleich. Denn jetzt werden wir erstmal schauen, was wir hier drin haben. Ja? Slatte de di Stivi. Nein, ich kann das nicht richtig aussprechen. Slatte, stimmt. Det it Ivi. Wir machen mal auf und schauen mal, was hier drin ist. Ja? Weiß ich nicht, kann ich nicht einordnen. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Ja, das sieht aus wie eine Leberpastete. Leberpastete, ich halte euch mal die Sachen ganz nah ran. Eine Leberpastete. Wir nehmen mal ein anderes Messer. Ja. Ja. Ja, schauen wir mal. Noblesse oblige. Und versuchen mal die Leberpastete. Ja, das ist ziemlich neutral. Nicht so ein guter Geruch wie bei der Jagdwurst, da sprang mir das direkt in die Nüstern. Aber hier, das ist ziemlich neutral. Man kann die Leber etwas riechen, wobei ich als Metzger euch sagen kann, dass in der Leberwurst sehr, sehr wenig Leber drin ist. Also fast gar keine. Kommt drauf an, wie man die macht. Ja. Wir haben ab und zu mal ein bisschen mehr rein. Wir hatten da gesagt, okay, die Leberwurst soll Leber drin sein. Aber in der Leberwurst ist sehr wenig Leber drin. Kann ich euch versichern. Brief und Siegel. Ja. So. Jetzt probieren wir mal die Leberpastete. Exzellent. Exzellent, gut. Da kann man gar nicht meckern. Ja? Und by the way, bevor es hier weitergeht, machen wir mal. Wasser steht schon auf dem Herd. Hier, Kaffee, no coffee, no worky. Rein, ja, in meine Tasse von Alpha Shirt. Ja. Wer so ein Teil haben will, mal rein in die Beschreibung des Videos, da findet ihr alles. Ich werde nachher umrühren mit meinem Göffel. Das ist ein Göffel. Löffel, Gabel, Göffel. Der ist aus Horn, der ist von Mario. Danke Mario, ich grüße dich. Ja, bist ein toller Typ, Mario. Ja. Grüße nach Deutschland. Und Wasser ist am Kochen, Göffel in die Tasse. Jetzt machen wir mal weiter mit Gurama. Wie war das? Er wollte, dieser Schweizer, dieser Oliver,
der sehr gut, wie soll ich sagen, aufgestellt war, auch finanziell, der war reich. Der wollte eben Gurama verfilmen. Er hatte immer schon eine Affinität mit der Fremdenlegion. Ja, aus Gründen, die er mir nicht unbedingt jetzt erzählen wollte oder mir erzählt hatte. Hat auch was mit seinem Vater zu tun. Und er wollte diesen Film oder dieses Buch verfilmen. Das Drehbuch hatte er geschrieben. Ich habe mal kurz reingeschaut, also fantastisch. Und er hatte sogar einen Sponsor gefunden. Und das war die zweitreichste Frau von Frankreich. Nein, nicht die Bettencourt, das ist die reichste, sondern die zweitreichste Frau von Frankreich. Obwohl ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, wenn es nicht gar die Bettencourt war. Ja? Und er hatte auch schon eine Liste von Schauspielern, die dafür in Frage kämen, die verschiedenen Protagonisten zu verkörpern. Da war von Jean Reno die Rede und so weiter und so fort. Also ein ganz großes Ding sollte da laufen. Wir hätten impliziert auch Olympique Marseille damals. Ja? Und das war ein ganz großes Ding. Das Drehbuch habe ich mir natürlich durchgelesen. Ich empfand das für gut. Und es sollten, bevor der Film gedreht wird, wollten wir natürlich nach Aubagne fahren, zum General, zum Commandant de la Légion étrangère. Das war damals der Two-Star-General, Brigadegeneral Deschamas, den ich auch sehr gut kenne, ja, der auch bei der Operation Pelikan dabei war, später bei der Operation Likon in Elfenbeinküste und so weiter und so fort. Und ich sollte den Kontakt mit der Legion herstellen und mit dem Oliver. Warum? Weil wir eben einmal den Film drehen wollten. Dazu wollten wir auch wirklich Legionäre nehmen. Und wir wollten vorher ran an die Legionsregimenter und dort die Trailer drehen. Und es sollte auch so sein, dass ich die Männer, die Akteure ausbilde in, wie gibt sich ein Fremdenlegionär, wie bewegt sich ein Fremdenlegionär, wie hält er seine Waffen und so weiter, welche Ausdrücke benutzt er und so weiter. Das heißt, ich sollte auf der einen Seite mit Oliver in die Regimenter gehen, dort wollten wir unsere Vorfilme drehen, die Regimenter, da gibt es Namen dafür, fällt mir jetzt nicht ein, ja. Und zum Zweiten sollte ich die Männer ausbilden, die Schauspieler, in wie verhält sich ein Legionär, wie gibt es einen Legionär. Und ich hätte sogar eine kleine Nebenrolle bekommen. Wow, also war ein großes Projekt. Das Ganze sollte stattfinden, natürlich an Originalschauplätzen in Marokko. Und ich habe es tatsächlich geschafft, den Brigadegeneral dazu zu überzeugen, dass er uns eine Audienz gibt. Das heißt, ich habe den Kontakt hergestellt. Es blieb uns nur noch eins übrig, alles zusammenzupacken, Ideen, Projekte, die Bücher, die Drehbücher und ab Richtung Aubagne. Wie es weitergeht, erfahrt ihr gleich. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich mache die dritte Dose auf. Also ich muss mal sagen, hier für die Jagdwurst, von Notation 1 bis 6, 1 sehr gut, 6 grottenschlecht, bekommt die absolut eine 1. Die ist wirklich geil. Die Kekse verdienen auf jeden Fall, holen wir nochmal einen raus, eine 1. Die sind gut. Die sind fluffig, die sind luftig, aber ja, die fliegen fast weg, so leicht sind die. Aber die sind verdammt nochmal gut. Die sind verdammt nochmal richtig gut. Ja, werden wir gleich nochmal brauchen. Und diese Leberpastete, da geben wir mal brutal eine 4. Easy peasy, ich bin da ehrlich. Ja. Jetzt machen wir das mal hier auf. Das sieht aus wie eine Leberpastete. Wir probieren das mal. Wobei das eine eher eine Leberpastete ist und das andere eine Leberwurst. Die Pastete lässt sich nicht so leicht streichen, die Leberwurst. Ja, das ist halt eine Streichwurst. Ja. Gut. Ja. Okay. Die Leberwurst bekommt eine 3. Die da hatte eine 4, die Pastete. Die schmeckt mir besser, ist auch geschmacklich viel besser. Ja, auf jeden Fall. Da kann ich vibrieren. Bei der nicht. Gute Sache. Ja. Ne? Optimal. Optimal. Ja. Gut. Also, Wasser ist gleich warm. Was ist passiert? Ich habe also einen Termin beim General Comle, General de Chamas, ja, bekommen. War irgendwann unter der Woche. Wir sollten um 11 Uhr dort sein. Einen ganz bestimmten Tag. Ja. Ich ab in die Schweiz. Habe mir den Oliver geschnappt. Oder er mich. Wir sind eingestiegen in seine Corvette. Runtergedüst nach Frankreich, Südfrankreich. Also von der Schweiz
Richtung Südfrankreich. Ich durfte die Corvette fahren, war ein geiles Gefühl. Ja, ich bin mehrmals geblitzt worden, weil der Oliver gesagt hat, los, fahr zu, wir müssen unten sein, es wird knapp, hat er recht gehabt, aber los. Ich bin da runtergedüst, auf Frankreich Straßen darf man nicht schneller fahren, Autobahn als 130, ich bin da mit 170 durchgedüst, ja. Mehrmals geblitzt worden, Oliver hat gesagt, kein Thema, übernehme ich. Gut, jetzt sind wir abends angekommen oder sehr, sehr früh, hatten aber und wollten uns ein Hotel nehmen, damit wir noch ein bisschen pennen, bevor wir uns beim General präsentieren. Was war aber los? Wir haben kein Hotel gefunden. Wir haben nämlich nicht gewusst oder berücksichtigt oder uns daran erinnert, dass wir gerade in der Champions League Phase waren. Das heißt, da spielte gerade Olympique Marseille gegen irgendeine internationale Kanone. Nicht Bayern München, aber eine andere Größe. Und alle Hotels waren ausgebucht. Was haben wir gemacht? Wir haben uns das größte Hotel rausgesucht in der Nähe von Aubagne. Sind auf den Parkplatz gefahren, sind rein in die Rezeption, haben zunächst mal 2 Stunden im Auto gepufft, sind dann rein in die Rezeption mit unseren Straßenklamotten, Anzug dabei, ja, und haben gefragt, ob wir uns auf der Toilette umziehen können. Haben auch gnadenlos gemacht. Also wir haben in der Toilette haben wir die Streets-Klamotten abgelegt, Anzug und Krawatte an, ja, Spiegelvergleich, alles gut, alles hervorragend, sieht gut aus, du auch, wir können uns präsentieren beim General. Und dann von dem Hotel ab Richtung Aubagne, Premier Regiment Etranger und das Mutterhaus der Legion. Ja. Und dann sind wir rein zum General. Und wie das Gespräch ausging, das erfahrt ihr gleich. Wir machen jetzt nämlich erstmal weiter mit No Coffee, No Workie. Ich hole mal heißes Wasser und dann machen wir mal Kaffee. Melde mich ab, bin gleich wieder zurück. Hallo, Giron, baisse ton pantalon. Encore un Giron encollé dans le guitron de l'aumônier. Das war nämlich auch Thema. Wir kamen also gegen 11 Uhr beim General an. Es war aber gerade so kurz vor Mittagszeit. 11 Uhr kurz vor Mittagszeit. Um 11:30 macht der General, fährt die Rollos runter, geht ab in sein Castle. Ja. Und macht mit den Offizieren ein Lunch. General hat uns eingeladen, ja, zum Lunch. Und nehmen wir mal Zucker hier. Und wir hatten Ehrenplätze bekommen, einer links, einer rechts vom General, also wir beide, der Oliver und ich. Und dann waren natürlich nur Offiziere da und die meisten Offiziere kannte ich noch, zum Beispiel ein Lieutenant Colonel Subjic, ja, leider inzwischen verstorben, Mort Majorum. Reposa en paix, mon colonel. Und wir haben da den Boudin mitsingen dürfen. Also ich, der Oliver, kannte das ja nicht. Den singt man im Stillgestanden. Und dann haben wir wirklich mit dem General gespeist, ja, richtig geil gespeist. Und wir haben Legionslieder geschmettert. Das war eine geile Zeit. Für mich unwahrscheinlich wertvoll. Das war, wie gesagt, 2012, wenn ich mich irre, oder 11. Und ich bin ja 2002 aus der Legion raus und das war für mich, ich war daheim, ich habe mich mit den alten Unteroffizieren unterhalten, die ich getroffen habe, mit den alten Offizieren, die ich noch kannte aus meiner Zeit, ich war daheim und es war einfach berührend. Und ich durfte natürlich das Monument aux Morts, das Totenmal, das Ehrenmal der Fremdenlegion sehen, das ja, im Jahr 1931 von General oder auch Befehl von General Rolle in Sidi Bel Abbès aus Onyx-Material hergestellt wurde, habe ich schon mal erzählt, 80 Tonnen, 4 Statuetten, jede Statuette 3 Tonnen. Aber um euch das zu erzählen, bin ich hier. Wir haben also mit dem General gespeist, ja, und danach sind wir ins Büro vom General und wir haben unser Projekt vorgestellt, hat der Oliver gemacht, ich habe nur übersetzt. Oliver kannte ein bisschen Französisch und der General war zunächst ganz Feuer und Flamme, ja, es sah alles gut aus. Ja, er hat uns schon mal das grüne Licht gegeben, dass wir rein dürfen in die Regimenter und an Seancen mit den Legionären teilnehmen dürfen oder auch, dass ich als Maître de Tir wieder auftreten darf. Ich war ja Schießmeister im Rep und das war natürlich alles genial. Wir wären gegangen natürlich ins Deuxième Regiment Étranger Parachutiste, ins Premier RE, ins Deuxième REI nach Guyana, das hat keinen Sinn gemacht. Anderes Umfeld, ja, Dschungel hat da nicht reingepasst, in die Marokko-Sache. Und so weit, so gut, aber ich suche Milch, ich werde heute mal Milch nehmen, das könnte Milch sein, nein, das ist ein Tuch,
Das ist auch ein Tuch, das ist auch ein Tuch. Also ich finde hier keine Milch. Kann sein, Kawa Coffee, nein, ich finde keine Milch. Aber das ist kein Beinbruch, ich nehme meinen Kaffee auch ohne Milch. Aber wir waren 2 Stunden beim General und irgendwann ist der General im Drehbuch auf eine Stelle gestoßen, die ihm nicht so ganz gepasst hat. Das habe ich ganz deutlich gespürt. Aber das Feedback, was, warum, wieso, weshalb, das haben wir erst 2 Wochen später bekommen, nämlich dann die Absage. Ja? Und das wäre ein tolles Projekt gewesen. Ich möchte nochmal auf das Projekt zu sprechen kommen. Wir hätten, wie gesagt, einmal diese Vortrailer gemacht. Wir hätten in Legionscamp uns bewegt, mitten unter den Legionären. Ich hätte die Protagonisten, die Hauptdarsteller, die Nicht-Legionäre ausgebildet. Das Ganze hätte stattgefunden in Marokko. Und das war aber noch nicht alles, noch nicht Ende Gelände. Der Oliver wollte nämlich, es geht ja alles um Kolonien, um Frankreich, um das Maghreb. Maghreb, das ist Algerien, Tunesien, Marokko. Und es gab doch damals im Algerienkrieg diese Harkis. Das heißt, diese Algerier oder diese Araber, die für die Franzosen gegen die FLN gekämpft haben oder die AFN, ja, gegen die Fellahs. Und diesen Harkis, den wurde nach dem Krieg, nachdem Algerien die Unabhängigkeit gegeben wurde, ja übel mitgespielt. Die wurden vom eigenen Volk quasi verstoßen als Verräter. In Frankreich waren sie auch nicht gern gesehen. Keiner mochte die, man hatte die isoliert, immer benachteiligt. Und vor allem die Rechten, die aus der rechten Szene in Frankreich, ja. Und da hatte der Oliver so ein Projekt, dass er die beiden Camps, da wollten wir ein Jugendcamp in Marokko errichten, ja. Und ich sollte damit einer der Leiter sein, dass wir beide Camps, Jugendliche, ja, im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, aus beiden Camps, aus der rechten Szene, ja, die Le Pen-Anhänger und aus der Harki-Szene, die Araber, ja, aus der Maghreb-Zone, zusammenbringen in einem 2-wöchigen Workshop, damit die sich mal kennenlernen und damit die mal sehen, hey, ihr seid ja ganz anders, wie wir uns vorgestellt haben. Oder hey, mit denen kann man ja was machen. Ja, dass wir wirklich ein Camp eingerichtet hätten, wollten wir draußen in der Pampa, in der Wüste, mit allem, was man logistisch aufwenden muss. Und dann eben, dass die beiden Camps zusammenleben, aufeinander leben, miteinander arbeiten. Ja, die Schwierigkeiten, dass sie sich vereinen im Blood, Sweat and Tears, Blut, Schweiß und Tränen. Im täglichen Leben, ja, Essen zubereiten, Frühstück machen, Sport machen zusammen, ja, auch Kampfsport machen zusammen. Zusammen diskutieren, abends ein Bier zusammen oder ein Wein, ja, Picolé und Pult Pinard, ja. Damit sich die beiden Camps, die Jugend, sich nahe kommt, ja, das ist ein unwahrscheinlich wertvoller Prozess wäre das geworden, ja. Und das Camp, das hätte noch lange nach dem Film Fortbestand gehabt. Wir hätten da jedes Jahr 3 oder 4 Workshops eingerichtet mit diesen Jungen aus den verschiedenen Camps und hätten gearbeitet. Jugendarbeit vom Feinsten. Ja? Jugendarbeit vom Feinsten. Und es ist schade, dass es nicht stattfand. No coffee, no worky, Männer. Okay. Ich bin da sehr exigent, sehr anspruchsvoll, wenn es um Kaffee geht. Dieser ist gut. Ich habe einen kleinen Schluck genommen. Ist ziemlich kalt. Quatsch. Ziemlich heiß. Draußen ist kalt. Ziemlich heiß. Ich warte noch ein bisschen ab. Ich lege den mal beiseite und mache derweil mal diese Riegel auf. Wobei ich denke, Schokolade. Fühlt sich nach Schokolade an. Jawohl. Das ist Schoko vom Feinsten. Wo haben wir denn das Wasser stehen? Ah, kalte Wasser hier. So, Schokolade. Ja, einmal gelacht, komm mal her. So. Das Ding war vorhin fast eingefroren, bei minus 25 Grad. Jetzt schauen wir mal, ob da was rauskommt. Ja. Mach mal ein bisschen Schluck kaltes Wasser rein, damit ich den Kaffee verköstigen kann. Ja. Hopp. Ja. Ja. Die Schokolade ist gut. Nur so viel, die Schokolade ist verdammt gut. Note. Note 2. Ja. So,
Was bleibt nachher? Ne? Das wäre die Konfitüre. 1, 2, 3. Wir haben einmal Pfirsich, einmal Kirsche, einmal Himbeer. Ja, da werden wir uns auch gleich mal eine Studie machen. Also, die ganze Szene, das ganze Umfeld von dem Film, ob das jetzt die Führungshierarchie von Olympique Marseille gewesen wäre, ich glaube, damals war noch Bernard Tapie da, ob das jetzt die Schauspieler waren, die auch schon eine Vorwarnung bekommen hätten, der Regisseur, der namentlich auch schon bekannt war, ja, oder wir alle, ja, und die Regimenter, die auch schon auf uns gewartet hätten, ja, wir waren alle schon im Startblock, aber das letztendliche Wort hatte der General. Er hat das Ding abgeblasen, weil es eben im Buch und mit Sicherheit auch in der Wirklichkeit um Löw und seine Kameraden in Gurama, das hätte er gespielt in einem exzeptionellen Umfeld. Damals waren die Legionsregimenter waren noch beritten mit Eseln. Die sind mit Eseln durch die Wüste marschiert. Ja, zwei Mann, ein Esel. Einer reitet, der andere läuft nebenher. Wechsel. Da haben die am Tag über 100 Kilometer zurückgelegt. Am Tag über 100 Kilometer. Das ist Wahnsinn. Ja, die sind dann auch in Feldbordelle gegangen. Diese ganze Wüstenambiente, Feldbordelle, marokkanische Wüste, Le Grand Erg, der Atlas. Einfach nur fantastisch. Ja, ja. Aber in dem Camp, in dem Gurama, wo der Klauser auch war, wo es auch in dem Film, im Buch drum geht, da hast du natürlich die Einsamkeit, die Isolation, die Stänkereien, die Streitigkeiten, die Schlägereien, die den Kaffar, ja? Und darum geht es in dem Roman, Löw und seine Kameraden. Also ist schon wahnsinnig, ob das jetzt die Mannschaftsebene war, die NCO, also Unteroffiziersebene oder Offiziersebene, Zusammenleben auf engen Raum, wenig Einsätze, Bullenhitze, Langeweile, was dabei rauskommt und Alkohol natürlich auch, was dabei rauskommt, es ist Wahnsinn, diese Rangeleien, diese Sticheleien, dieser Favoritismus, ja, wer kann mit wem am besten, einfach nur Wahnsinn. General hat abgesagt, konnte man nicht machen, schade. Ja, das wäre ein geiles Projekt gewesen. Ja, und Gast mittendrin. Aber nicht deswegen finde ich schade. Ich finde es eigentlich schade, hauptsächlich deswegen, weil wir diese Sache mit diesen Jugendcamps nicht machen konnten. Jetzt hätte man hergehen können, das habe ich den Oliver auch gesagt, dass wir den Film drehen ohne das grüne Licht der Legion. Aber das wollte der Oliver nicht, hat er auch recht gehabt, denn dann wäre die Authentizität weg gewesen. Wir wollten das nicht ohne das Go vom General der Fremdenlegion. Ja? Dann wären wir auch nicht reingekommen in die Camps. Wir hätten keine echten Legionäre gehabt und so weiter und so fort. Und der Authentizität hätte das einen riesen Abbruch getan, ganz klar. No coffee, no work mehr. Ja, schade, 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 schade. Aber es ist halt so. Gut, wir nehmen zunächst mal die Aprikosenmarmelade. Ja, hat was, optimal, runterspielen mit Kaffee. Wow, hey, Leute, was kostet die Welt? Übrigens, dieser Film hier ist für euch, ja, mache ich gerne. Wenn ihr was für mich machen möchtet, wenn ihr was für mich machen möchtet, ja, wenn ihr mir helfen wollt, schaut mal rein in die Beschreibung des Videos, da ist mein Merch-Link drin, bestellt euch das ein oder andere Teil, so könnt ihr mich supporten, danke dafür, ja. Kaffee ist gut, der Kaffee ist extraordinär. Und jetzt widmen wir uns mal der wichtigsten Sache, dem Gulasch. Melde mich ab, bin gleich wieder zurück. Das Gulasch ist sehr heiß. Ja, auf meinem Kamin. So, dich brauchen wir nicht mehr. Hopp. Jawohl, das Gulasch ist heiß. Hier haben wir den Burschen. Yep.
Ich halte das nochmal in die Kamera, dann kann ich nachher nämlich ein gutes Thumbnail davon machen. Bisschen näher. Ei, heiß. Okay, jetzt suche ich meinen Göffel. Göffel ist hier. Wie kann man so ein kleines Wunder aus Horn schnitzen? Das ist schon Wahnsinn, ja. Ist schon Wahnsinn. Beeindruckt mich zutiefst, lieber Mario. Ja. Beeindruckt mich zutiefst. Und jetzt, das Gulasch, das, oh, der Geruch ist schon Wahnsinn, ja. Wer mal in Ungarn war und wirklich ein echtes, geiles Gulasch gegessen hat, der weiß, was Gulasch mit einer Männerseele anrichten kann. Das hier kommt, so viel ich weiß, aus der Tschechei. Weiß nicht, ich gucke nochmal drauf auf den Hersteller, wo es herkommt. Aber natürlich, Gulasch ist Ungarn, ganz klar. Ja. Gulasch, das ist Ungarn. So. Dazu ein frisches Brot aus dem Backofen, wie meine Frau Diana es gemacht hat. Ja, ich hoffe, ihr habt den letzten Schwedenteil gesehen. Die hat ein geiles Brot gebacken. Das hat vom Geschmack her alles getoppt, was ich am Brote kenne. Ja? Aus dem eigenen Backofen, gebacken von der Frau. Wow. Geruch, Number oder Note One. Hey. So, bevor ich euch gleich mal sage oder erzähle, wie das mir mundet, noch einen kurzen Augenblick. Ich habe nämlich was aufgeschrieben, das wollte ich euch noch sagen, zu Klauser, Friedrich Klauser, der ja auch ein ex-fremden Legionär war. Kamerad Klauser, ich grüße dich. Und hier stand, nämlich, da hat ein Journalist geschrieben, Klauser war der größte Schweizer Realist des 20. Jahrhunderts. Ja, der Klauser hat gelebt zwischen, ist geboren worden 1896, verstarb 1938 und der war in Schweiz ein Kultautor, ja, ein Must-Read, ja, der war mal in der psychologischen Anstalt, ja, da stimmte irgendwas nicht mit seinen Neuronen, was jetzt keine Beleidigung sein soll, es ist eben so, vielleicht hat er den KV aus der Legion mitgenommen, ja, und das ganze Projekt hätten wir genannt mit 88 Schritt, Gurama natürlich als Aufhänger, und der Film oder der Inhalt des Romans hat gespielt in den Jahren zwischen 1923 und 1924 in einem isolierten Außenposten mitten in Marokko in der Wüste. Ja, so viel dazu. Jawohl. Hallo, Girondes, ton pantalon. Zum Gulasch noch einmal. Ihr seht da ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht vom Gast. Das ist, weil es einfach nur geil schmeckt. Das ist einfach nur genial. Ja? Ich würde jetzt am liebsten rübergehen in die Küche, mir noch ein bisschen Cayenne-Pfeffer holen. Ja? So ein bisschen Pinot, damit das Ganze ein bisschen mehr Schärfe bekommt. Aber es ist schon extra geil, super gewürzt. Ja? Und ich denke, damit belassen wir es heute auch. Ja? Spülen wir nach mit einem Schluck Kaffee. No coffee, no worky. Ja? Und ja, müssen wir abschließend noch mal ganz kurz besprechen, rein. Was taugt denn das Zeug hier? Was taugt dieses EPA? Muss ich da ganz neutral rein? Aber so neutral kann ich nicht hin. Das geht nicht. Ich hatte euch mal das Norwegische vorgestellt. Das war bis jetzt für mich das Beste, das Norwegische. Danach kam das aus Frankreich. Das Deutsche hing da ein bisschen hinterher. Und ich möchte jetzt das IMRE aus der Tschechischen Republik mal reinquetschen zwischen dem Französischen und dem Deutschen. Das heißt, für mich bis jetzt Number One. Norwegen, Number Two. Frankreich, Ration de Combat individuell rechauffable. Nummer Drei. Das Ding hier aus der Tschechei oder aus Tschechien, weiß nicht, wie man das sagt. Tschechien, Tschechei. Number Four, Deutschland. Obwohl ich das noch nicht aus Lettland probiert habe, ist auch noch hier in meinem Amour. Und das aus den Niederlanden. Und noch so einige mehr. Männer, Kameraden, Freunde, Soldaten, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, unten rein, Merch-Link, draufklicken, was aussuchen, vielleicht so eine Tasse hier oder ein T-Shirt. Damit könnt ihr mich supporten. Danke dafür. Amitié, Legionär, euer Thomas Gast. Hallo, Giron, bester Pantalon. Schulz.
Encore un Girone collé dans le guitton de l'aumônier. Merci, mon général, pour nous avoir donné votre temps et votre audience, de nous avoir invités au bagno premier. Mordemar Jérôme, mon général. Alle Grüße gehen an alle aktiven Legionäre, die es derzeit auch nicht leicht haben. Bye bye. Merci, Kameradin. Jo, einpacken, Ordnung wiederherstellen, Film hochladen. Wird den ganzen Tag dauern, denn Internet ist hier nicht das Beste.